Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Auf jeden Fall, ihr seht, Ali war beim Friseur. Wie gefallen euch meine Haare? Schreibt es einfach in die Kommentare. 2019 hat begonnen und das allererste Video war von mir. Ein Vlog mit meiner Freundin, also da, wo wir im Hotel waren, bla bla bla. Das Video ist natürlich unten verlinkt. Mein letztes Video ist immer unten verlinkt, so wer meine Beschreibung öfters abcheckt. Ich habe mir so gedacht, das zweite Video muss einfach ein FAQ sein. Deswegen, in diesem Video werde ich euch richtig viele Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Diesmal nicht nur von Snapchat, sondern ich habe auf Snapchat Umfrage gemacht. Ey, schickt mir Fragen, wer mein Video dabei sein will. Ich drehe ein FAQ und auf Instagram. Das heißt, es ist so ein Mischmasch diesmal. Snapchat und Instagram Fragen. Auf jeden Fall, ich suche mir jetzt ein paar Fragen raus und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. So, die erste Frage ist, Ali, gehst du ins Solarium? So, ganz simpel beantworte ich euch jetzt die Frage. Ich sag euch ehrlich, ich war jetzt schon zwei, dreimal im Solarium. Ich weiß, ich sehe irgendwie braun aus, aber das ist halt so ein bisschen meine Naturfarbe. Aber ich war schon zwei, drei Mal im Solarium, ich sag euch ehrlich, hat sich eigentlich gar nicht viel verändert so, aber trotzdem ist Solarium chillig. Also ich feiere Solarium. Vielleicht hat sich auch nichts verändert, weil ich auch nur zwei, drei Mal im Solarium war, keine Ahnung. Die nächste Frage ist, was sind deine Vorsätze für 2019? Also ich will einfach 2019 besser sein als 2018. Ist ja ganz normal. 2018 will man besser sein als 2017. Man will sich immer irgendwie so ein bisschen verändern und seine Ziele durchsetzen. Aber ich werde es schon schaffen. Ich brauche einfach nur eure Hilfe und dann schaffe ich das auch schon. Also das war jetzt bezogen auf YouTube und Instagram und Snapchat und meine ganzen anderen sozialen Netzwerke. So, und privat habe ich mir auch wirklich sehr viele Ziele genommen. So, ich will die eigentlich gar nicht so sagen, weil dann sind es einfach keine Ziele mehr. Dann weiß sie einfach jeder. Deswegen, ich ziehe einfach mein Ding durch. So, die nächste Frage ist, ist Sina deine erste Freundin? Ja Leute, auf jeden Fall, sie ist wirklich meine erste richtige feste Beziehung. Ich hatte davor zwei, drei Mädchen, zum Beispiel so, das war jetzt keine Beziehung, das war einfach so Kinderkacke. So, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ja, Sina ist meine erste Freundin. Wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Also ich und meine Freundin sind genau am 20.08.2016 zusammengekommen. Das heißt, wir sind jetzt schon 2 Jahre und 4 Monate zusammen. Ich sag euch ehrlich, es hat sich alles viel, viel länger angefühlt. Ich glaube, jeder, der eine Beziehung führt, man denkt sich so, ohne Spaß an alle, denkt ihr euch auch so, Alter, habe ich mein ganzes Leben mit ihr oder mit dem verbracht, so, weil man einfach so viel macht. Kennt ihr das? Irgendwie wurde diese Frage voll oft gestellt. Wie viele epische Siege hast du in Fortnite? So, ich habe Fortnite gezockt, ich habe mir sogar extra eine PS4 dafür geholt, bla bla bla. Jetzt zocke ich einfach gar nicht mehr. Frag mich warum, weil ich nur einen epischen Sieg hatte und einfach ein Loser in Zocken bin. Ihr habt es auch gesehen bei meinen ganzen Livestreams, zum Beispiel, die ich auf YouTube gemacht habe. Alter, ich war ein Loser. Ich kann nicht zocken und konnte noch nie zocken. So, die nächste Frage ist, aus welcher Stadt kommst du in Libanon? Also an alle Leute, ich bin Libanese. Ich glaube, das bist du jetzt. Alle wissen so, keine Ahnung, manchmal ist anderthalb Jahre an YouTube so. Keiner weiß so, dass ich Libanese bin. Ah, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall, Leute, ich komme aus den Bergen in Libanon. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr was damit anfangen könnt, aber mein Dorf heißt Sarafand. Ist nähe Beirut. Ja. So, Leute, die nächste Frage ist, Ali, unterstützen dich deine Eltern bei der ganzen Sache Social Media? Ja, natürlich unterstützen mich meine Eltern. Das verlange ich natürlich auch. Und die Unterstützung motiviert mich wirklich sehr, sehr stark. Deswegen, schöne Grüße, Mama und Papa. Ich danke euch, dass ihr mich unterstützt bei der ganzen Sache, Mann. Bei uns in der Familie ist es einfach so, geben und nehmen. Ich schwör's euch, ich glaube, ganz Instagram oder ganz Snapchat hat irgendwie meine kleine Schwester vermisst. Viele fragen mich, Ali, wann kommt wieder ein Video mit deiner kleinen Schwester? Leute, 2019 hat doch gerade mal erst angefangen. Chill, chill, chill. Die ganzen Videos folgen noch. Erstmal kam ein Vlog, jetzt kommt das FAQ und es werden noch wirklich sehr, sehr viele Sachen kommen. Deswegen bleibt einfach gespannt und meine kleine Schwester ist bald wieder da. Keine Sorge. Viele haben gefragt, geht's ihr gut, was passiert, dies, das. Leute, ihr geht's gut. Ich drehe einfach gerade nur keine Videos mit ihr. Mehr auch nicht. Ihr geht's wunderbar. Sie fragt mich auch öfters, wann drehen wir wieder ein Video. Auf jeden Fall, ja, Mann, Leute. Die Videos kommen bald. So, die meistgestellteste Frage. Und diese Frage geht mir wirklich schon jetzt seit 1-2 Wochen so auf den Sack. Was hältst du von dem Bombenanschlag von Younes? So Leute, auf jeden Fall, Younes hat ja einen Böller in einer City-Galerie angemacht, da war ja eine Massenpanik, Polizei kam, Krankenwagen kam, 30 Verletzte, keine Ahnung, was da noch passiert ist. So, ich will mich jetzt einmal ganz kurz dazu äußern und danach gar nicht mehr.
Weil ihr habt wirklich mein Instagram oder mein Snapchat kaputt gemacht mit dieser Frage. Schon seit ein, zwei Wochen stellt ihr mir diese Frage. Auf jeden Fall so, meine Meinung äußere ich jetzt dazu. So, ich habe euch alle gesagt, Karma wird irgendwann mal immer zurückkommen. Er hat jetzt seinen Hate, den er wirklich auch verdient hat. Er hat jetzt seine Dislikes, die er auch wirklich verdient hat. So, was ich davon halte, ich sag euch ehrlich, das ist einfach eine pure Dummheit. Wer macht schon einen Böller in einer City-Galerie an? Ihr müsst euch mal vorstellen, wer schon einen Böller in einer City-Galerie anmacht, der muss auch privat wirklich schlimme Sachen machen. Weil auf den, er macht nur einen Böller an, versteht ihr? So, deswegen macht einfach eure Augen auf, alle da draußen. Macht einfach eure Augen auf, vielleicht ist er ja auch auf YouTube anders als privat. Was auch natürlich stimmt, weil ihr habt gesehen, Alter, wer zündet einen Böller? Wer zündet einen Böller in einem Einkaufszentrum, in einer City-Galerie, Mann? Ja, mehr möchte ich einfach nicht dazu sagen. Ich kann euch einfach nur sagen, ich habe euch gesagt, Karma kommt immer zurück. Nächste Frage ist, Ali, was bringt dir das immer, in anderen Städten zu fahren, wie Hamburg oder München zum Beispiel, war ich auch, keine Ahnung, in welchen Städten. Was bringt dir das alles? Leute, es macht einfach Spaß, irgendwo hinzufahren, euch kennenzulernen, Spaß zu haben mit meinen Freunden, Urlaub, Hotel, ihr versteht das nicht, das ist einfach geil, Mann. Ich liebe es einfach rumzureisen, das ist das Ding bei mir, ich liebe es rumzureisen. Später, wenn ich älter werde, dann will ich einfach eine riesen Weltreise machen, das weiß ich jetzt schon. Das sind einfach einer meiner Ziele zum Beispiel jetzt. So, Ali, wer ist dein Lieblingsrapper? Also mein aller Lieblingsrapper ist Capital Bra. Ich glaube, das wisst ihr schon von Snapchat, Instagram. Leute, ich liebe diesen Typen, Mann. Ich feiere seine Musik unnormal. Ich feiere, Mann, Enno, Mero, Khatar, keine Ahnung, wen gibt's noch? Einfach richtig viele Samra, Abo, Ghetto, Bruder, Paranoise. Noah feiere ich auch unnormal. Sein Lied Lamborghini ballert so krank, Digga, das pumpe ich am Tag vielleicht 20 Mal. So, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's mit den FAQ. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare oder stellt mir die Fragen einfach auf Instagram oder auf Snapchat. Ich beantworte sie. Folgt mir natürlich da alle. Instagram, Snapchat und YouNow, das sind meine drei aktivsten Kanäle. Beziehungsweise auf YouNow bin ich gerade noch nicht aktiv. Aber das kommt bald wieder, deswegen Ziele 2019, chillt. Checkt genau diese drei Links in der Beschreibung ab. Folgt mir da, dies und das. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ja, was ich noch verbessern kann an meinen Videos, schreibt es in die Kommentare. Kritik kann ich natürlich ab. Und ich merke mir natürlich diese Kritik und verbessere es dann auch. So, das war's. Euer Ali. Peace, 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 peace. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.